Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor das Video losgeht, habe ich eine Info für euch, denn am 9.3. findet ein Motorradreisevortrag im Stöffelpark statt, Mongolei Direction Sunset mit Markus Möller. Den kennt ihr schon aus meinen Videos und noch gibt es Tickets. Den Link dazu findet ihr in der Infobox, also klickt fleißig, denn ihr tut damit was Gutes. Alle Einnahmen werden gespendet an eine familienanaloge Wohngruppe Alpha e.V. Ich werde auch da sein und einen kleinen Einblick in den Vortrag gibt es jetzt. Jetzt geht's weiter mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Am 11. Tag dieser Reise verlassen wir Merzouga und lassen Erg-Chebbi mit vielen abenteuerlichen Erinnerungen hinter uns. Vor uns liegt die beeindruckende Weite Marokkos, die wahrscheinlich auch dadurch zustande kommt, dass dieses Land mit seinen 710.850 Quadratkilometern beinahe doppelt so groß ist wie Deutschland, das lediglich 357.588 Quadratkilometer umfasst. Unser Ziel für heute ist eine der bedeutendsten Schluchten Marokkos, die Todra-Schlucht. Und so fahren wir von Merzouga aus Richtung Nordwest. Wo uns mal wieder viele Kinderhände vom Straßenrand entgegengestreckt werden. Der Handschlag eines Touristen soll den Kindern Glück bringen. Von diesem Glauben habe ich zumindest gehört. Und der Freude der Kinder nachzuurteilen, ist da wohl was dran. Als wir einige Kilometer später durch einen Ort fahren, fallen mir die vielen vermummten, oft in schwarz gehüllten Frauen auf. Marokko ist ein Land, in dem 98,7% der Bevölkerung dem Islam angehören. Meinen Recherchen nachzufolge gibt es im Koran kein Verschleierungsgebot, aber den Hinweis, dass Frauen ihre körperlichen Reize nicht offen zur Schau stellen sollen. Seit 2017 wird die Ganzkörperverschleierung jedoch in Marokko verboten, in einigen Orten dennoch getragen, wie man hier sieht. Ich weiß nicht, ob dieses Verbot mittlerweile wieder aufgehoben wurde. Es hat Marokko gespalten. Eine marokkanische Sozialdemokratin und Frauenministerin sagte 2017 zur Verbotseinführung: "Leider gibt es viele traurige Beispiele dafür, dass dieses Kleidungsstück nicht nur Personen verhüllt, sondern auch Sprengstoffgürtel." Daher hat das Innenministerium dies auch als Sicherheitsmaßnahme präsentiert. Welchen Eindruck die Frauen hier auf mich machen, darüber sprechen wir später in diesem Video noch. Es ist schon Mittag,
als uns der Hunger in ein Lädchen am Straßenrand in Erfurt verschlägt. So, hier in einem Café, wo wir jetzt frühstücken, bin ich dann mal jetzt auf die Toilette gegangen und die ist auch ganz speziell hier direkt unter so einem unter so einer Schräge. Und die machen das hier alle mit Wasser, ne? Die haben gar kein Toilettenpapier, das hat er mir jetzt gerade so in die Hand gedrückt. Erstmal lecker Frühstück hier. Und währenddessen werfen wir einen Blick auf die Route. Schön, 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 schön. Stimmt, das ist gut. Schön tanken. Oh, schön. Was ist denn hier los? Also wir nehmen diese landschaftlich grünen Strecken mit den Oasen und dann kommt hier Gorges du Todra. Yes. Und die Dades-Schlucht. Man sagte uns, das ist schön. Also geht es von Erfurt ca. 140 Kilometer in den Westen. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Um Wasserprobleme zu lösen, wurden Brunnen über kilometerlange unterirdische Wasserleitungen mit Städten und Orten vernetzt. Diese bis zu 10 Meter unter der Erde gelegenen Kanäle, auch Ketaras genannt, verfügen in geringen Abständen über Wartungsschächte, wo Touristen einen Blick hineinwerfen können. Nur diese ausgefeilte Frischwasserförderung, auch Kanat genannt, macht es möglich, dass die Pflanzen in den Oasengärten gedeihen können. Sie ist in vielen Wüstengebieten dieser Erde anzutreffen. Ist übrigens ein von Mauern umgebenes, befestigtes Dorf, das aus mehreren, teilweise ineinander verschachtelten Wohnburgen bestehen kann. Bei Hitzewellen mit Temperaturen von fast 45 Grad in Kombination mit Trockenheit kommt es auch in Marokko zu Waldbränden, die zum Beispiel im Jahr 2022 über 1000 Hektar Wald und kleinere Dörfer zerstört haben. Daher warnen diese Schilder vor dem Gebrauch von Feuer bei sengender Hitze.
Je weiter wir fahren, desto felsiger wird es. Immer höher werden die Steinwände, die links und rechts neben der Straße emporragen. Welcome to Alaska? Falscher Film. Falls ich übrigens wie hier zwischendurch schiele, macht euch keine Sorgen. Meine Augen sind voll funktionstüchtig, nur die Kamera direkt vorm Gesicht lenkt mich manchmal etwas ab. Die haben wir hier während der Hinfahrt auf der Fähre mit einer eigens gebauten Halterung dort befestigt. Hält super, nur die Position ist halt mitten im Blickfeld. Die reizvolle Fahrt führt uns vorbei an traditionellen Berberdörfern, roten Lehmburgen und uralten Kaspas. Eine Kaspa ist eine Festung, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb von Städten befinden kann. Thank you.
ausgefeilte Version vom Häuserbau am Berg zeigte sich bereits im letzten Dorf. Echt krass, an welchen Orten wir Menschen leben. Ich hoffe, das geht mit den Windverwirrungen. Ich glaube, das ist ganz furchtbar. Man versteht gar nichts. Okay, kleine Pause hier in der Regenabflussrinne. Und Markus hat einen Plan. What's the plan? Die Tordra-Schlucht kommt jetzt hier hinter uns. Die, denke ich mal, die fahren wir noch und dann am Ende schauen wir mal auf die Uhr, ob wir noch in die Dardis reinfahren und wie das touristische Angebot, das Übernachtungsangebot und Mangère ist, bei Mangère ist emporté. Falls wir alle nichts zu essen haben, ich habe hier noch einen Proteinriegel für uns, den würde ich sogar teilen. Kaffee haben wir ja zum Glück immer dabei hier, ne? Ist auch in der Infobox verlinkt. Sehr geil. Keiner will an Karos Proteinriegel kauen. Warum nur? Der sieht nicht mehr so lecker aus. Der hat auch schon bestimmt 2000 Kilometer jetzt bei der Tour mitgemacht. Da ist noch viel im Geschmack, was man als gut bezeichnen könnte. Ja, ich nehme so einen Stein da vorne, das reicht. Steine gibt's hier genug. Und Augen, die unsere kleine Pause nicht unbemerkt lassen, auch. Obwohl wir hier random am Straßenrand mitten in der, wie ich dachte, menschenleeren Prärie stehen. Na, dann geht's mal los, wa? Alter, was ein Stress. Ich bin ja gleich so weit. Leute, alles gut, kann losgehen. Toll, dass meine Reisepartner nicht ungeduldig sind. Die spektakuläre Todra-Schlucht beginnt bei der wunderschönen Oase Tingelhir, deren grüne Palmengärten das Eingangstor zur Schlucht bilden.
Tingjer gilt nicht nur als eine der schönsten Oasen Südmarokkos, sondern ist auch eine Stadt mit 44.000 Einwohnern. Gelegen ist die rote Felslandschaft rund um die Todra-Schlucht im östlichen Atlasgebirge auf einer Höhe von 1400 Metern. Als ich an diesem Tag durch das schroffe Orangebraun dieser Gegend fahre, breiten sich Klarheit und Ruhe in meinem Inneren aus. Das wahre Geheimnis Marokkos liegt in meinen Augen nicht in einzelnen Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten, auch wenn diese hier in hohem Maße vorhanden sind und viel Freude bereiten, sondern darin, dass wir von den Menschen und ihrem naturverbundenen Leben lernen können. Viel draußen sein, unter einfachen Bedingungen hausen. Zeit gemeinsam verbringen, Fremde offen anzulächeln und ihnen freudig entgegenlaufen. Wir in Europa haben zwar einen anderen Standard, zum Beispiel was Häuser betrifft, und die Landschaft ist eindeutig verbauter. Dennoch können wir die Schönheit der Natur um uns herum sehen. Wir müssen nur rausgehen und uns darauf einlassen. Obwohl wir so reich sind, haben viele von uns das Gefühl, nicht genug zu haben und immer mehr zu wollen. Dabei haben wir doch alles, was wir brauchen, im Überfluss. Die Andersartigkeit Marokkos im Vergleich zu Deutschland hat mir persönlich geholfen, wieder mehr zurückzufinden zum Ursprung, zu dem, was wirklich zählt. Die Erde als ein Planet voller Schönheit und atemberaubenden Naturschauspielen. Und uns Menschen, die in einem friedlichen Miteinander auf ihr leben sollten. Mir bricht es das Herz, wenn ich sehe, wie wir uns gegenseitig bekriegen und die Natur kaputt machen. Ist das nicht Selbstzerstörung? Schließlich ist dieser wunderschöne Planet unser aller Zuhause und wir sind alle Menschen mit denselben Bedürfnissen: Liebe, Nahrung und Schlaf. Ohne dies können wir nicht leben. Marokko strahlt auf mich mit seiner unberührten, massiven Natur und den herzlichen Menschen eine tiefe Weisheit aus. Das ist mein persönliches Geheimnis, das ich hier mit euch teilen möchte. Wenn ihr auch so denkt, drückt den Daumen hoch und tragt es gerne weiter und teilt dieses Video.
Nun fragt ihr euch sicher, ob die Todra-Schlucht denn darüber hinaus dennoch ein Geheimtipp ist. Das finden wir jetzt auch noch heraus. Karo müde, Karo schlafen. Geht gut hier. Das ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Nee? Den gefallen? Ja. Das sind so nette Felsspalten, da kann man sich auch schön reinlegen zum Schlafen, ne? Herr Müller? Ja? Geben Sie ein Statement ab. Richtig schick hier. Krass, ne? Habt ihr da hinten das Camp gesehen? Das Camp? Ja, dieses Hotel auf, oder dieser Auberge auf der... Dieser Zunge? Nee. Einzigartig, würde ich mal sagen. Okay. Oder? Hast du gefragt, was kostet? Nee. Quando costa? Ah, ich stehe mal langsam wieder auf hier. Ja. Einer der wichtigsten Flüsse im südlichen Marokko, der Qued Todra, hat über 1000 Jahre bei seinem Weg in den Süden diesen Canyon in die Gebirgskette geschnitten. In den Sommermonaten, das heißt von Mai bis Oktober, führt er normalerweise kein Wasser mehr. Dafür gibt es hier Esel wie Sand am Meer. Jungs, was ist hier los? Leute, ich gehe mal hier für euch vorbei, ne? So. Ein Geheimtipp ist die Todra-Schlucht wohl eher nicht mehr. Viel zu bekannt ist ihre Schönheit bereits, zumindest den vielen Touristen nachzuurteilen, die hier unterwegs sind. Klar, besonders für den Wander- und Klettersport ist sie durch eine Vielzahl von Routen und etliche Hotels sehr attraktiv. Boah, das riecht voll gut hier. So süßlich. Am besten, so habe ich es gelesen, besucht man die Todra-Schlucht morgens oder am späten Nachmittag. Dann sind die Reisebusse weg und ihr seid dort fast allein. Als besonders sehenswert gilt der letzte Teil der Schlucht.
Hier sind die Felswände bis zu 300 Meter hoch und die Schlucht ist dann teils nur mehr 10 Meter breit. Da passt gerade noch so die Straße neben den Fluss. Es lohnt sich sicher, mit mehr Zeit zu verweilen und die dramatische Landschaft noch detaillierter auf sich wirken zu lassen. Mich hat der Anblick der Todra-Schlucht auf jeden Fall verzaubert. Boah, ich finde das richtig krass, dieses durch diese Landschaft fahren. Und dann gucken dich immer diese großen, dunklen Kinder- und Frauen- und Männeraugen an. Gerade bei den Kindern und bei den Frauen geht mir irgendwie total das Herz auf. Ich weiß auch nicht warum. Aber die sehen so, also die haben auch viele Kinder, ne? Ja, anscheinend. Manger? Some salad, some omelette, some chips. Okay. Pizza? No, pizza. Café au lait? Café, Nescafé. Okay. Sollen wir sonst vielleicht also, darüber gehen? Ich glaube, wir gehen mal lieber rüber. Meinst du, der hat mehr Auswahl? Wir fragen zumindest da mal nach und die Bilder sehen schöner aus. Wir müssen uns hier an die Bilder halten. Okay. Was anderes. Oder wir fragen mal da. Kurz darauf in einem Restaurant auf der anderen Straßenseite. More fish? No? Yes. Willkommen, ja, in Todra Schlucht. Sie verstehen Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen? I speak not okay. Doesn't speak. But if it's okay, yeah, it's doubled two times. Komm, wir essen so viel, dass der echt in allen Mut zusammennimmt und morgen den Preis erhöht. Ja, wir sind jetzt hier wirklich an einem ganz special place zum Abendessen. Und das Ganze sogar mit einem Hotelzimmer dabei, wo wir sehr wahrscheinlich ja auch bleiben werden, für wirklich sehr, sehr wenig Geld, nämlich 400 Dirham. Die haben für ein Zimmer, also für zwei Personen inklusive Frühstück und Abendessen. Das Abendessen, das nehmen wir gerade zu uns. Ne? Volker, wie schmeckt's? Sehr lecker. Sehr lecker. Du hattest Couscous? Couscous. Das ist alles Couscous mit Gemüse. Gut. Und, ja. Hoffen wir, dass es drin bleibt? Ja, hoffen wir mal. Und du hast... Spaghetti Bolognese à la Marocaine. Okay. Auch gut. Markus hat Trockenbrot. Ich habe mir marokkanischen Salat bestellt, aber der war viel kleiner, als ich dachte. Deswegen muss ich nochmal nachordern. Wir dürfen aber nicht sagen, dass es gut geschmeckt hat, weil wenn wir sagen, es schmeckt, hat nicht geschmeckt, dann brauchen wir nichts bezahlen. Und sonst müssen wir doppelt bezahlen. Ja. Ja. So sieht's aus. Ah, da kommt schon hier. Oh ja, unser Geheimgetränk hier von Marokko. Das ist so geil. Dieses müsst ihr unbedingt mal trinken, wenn ihr hier seid. Super geil. Richtig schön fruchtig. Mm. You welcome to Morocco. Super, thank you. This one, about 1 minute. Bis da oben, bis hier oben irgendwo. Cooling. What? Better taste or? Kalt. Wieder da rein. High to be mixed with mint. And then you mix the tea with the... Okay. Wow. Da denkst du, kannst was trinken und dann musst du noch 10-mal warten. It's Berber Whisky. Berber Whisky. Ja. They use whiskey instead of water. Ja. Drei Stunden später ist der Tee dann fertig und kalt. Willkommen zu Todra Schlucht, Hotel La Vallée. Ach, super. Our website is www.todralavallée.com. Super. Wir machen hier keine Werbung, aber das sollen wir mal gesagt haben. Ne? Ja, genau. Jetzt hier angekommen in unserem schönen Hotelzimmer. Unser schöner Kleiderständer ist schon komplett besetzt. Und was noch wunderschön ist, also Markus schläft ja da. Soll ich mal das Bad zeigen? Ja, Markus, komm, mach mal eine Roomtour. Was? Ich schlafe hier. Kannst abbleiben. Ich schlafe hier im Doppelbett. Wie ist das Bad? Hey, wow! Also wenn man mal muss, ne?
Da wird die Freundschaft auf eine wahre Probe gestellt. Man kann die Tür auch gar nicht richtig zumachen. Die geht nämlich, lässt sich gar nicht verschließen. Aber ansonsten ist es wirklich gut. Also jetzt schmeißt ihr hier schon mit Toilettenpapier. Es wird also echt. Es nimmt die Ausmaße an. Bitte benimm dich jetzt. Markus, was sollen die Leute von dir denken? Ja, das stimmt. Das ist mein beste Spruch. Ich kann ja mal die Zimmerdeko wiederherstellen. Wenn man reinkommt, ist es auf jeden Fall total süß, wenn auf dem Nachttischchen 3 Rollen Tupperbier stehen. Was soll uns das sagen? Was sollen wir machen? Ich mache hier unten die Tür auf. Da stelle ich diese Lange auf. Die nicht vorhandene Tür. Ja, so super. Zumindest müssen wir keine Heiratsurkunde vorzeigen. Genau, das ist nämlich auch gar nicht so unüblich, ne? Also weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, auch zu touristisch hier, als dass die einen das jetzt irgendwie uns fragen würden. Ja. Genau, in diesem Sinne, Leute, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Datensicherung und dann wird gut geschlafen und morgen dann fit in einen neuen Tag gestartet. Mal gucken, was uns dann alles noch erwartet. Ich bin gespannt. Gute Nacht.